Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Boxerbus Garage. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute Heckklappe, denn ganz einfach, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Ja, meine Heckklappendämpfer sind nicht mehr die besten. Ohne den Heckträger dran geht es einigermaßen. Da ich aber an der Heckklappe jetzt den Heckträger dauerhaft montiert habe momentan, weil ich oftmals das Fahrrad mitnehme irgendwo hin und ja, das benutze dann, um von da aus wieder wegzukommen, das Auto stehen lasse, haben wir hier das Problem, wenn ich die Dämpfer ausfahre, die fallen von selber runter. Man kann nur maximal so hier drunter herlaufen. Für mich selbst schon ein Problem, weil ich bin nicht der Größte. Und ja, wenn man nicht aufpasst, läuft man hier um die Ecke, vergisst, dass die Heckklappe halb offen steht und läuft mit dem Kopf dagegen. Also habe ich da Abhilfe geschaffen. Ich habe mir hier neue Gasdruckdämpfer besorgt. Das sind verstärkte. Die sind ein bisschen, ja, stabiler, also die lassen sich nicht so leicht reinfallen wie die Originalen. Hat den Vorteil, wenn ihr so wie ich einen Heckträger hinten dran habt, Fahrradträger oder sogar eine Box oder so, dass die Heckklappe trotzdem dann aufgehalten wird. Ich habe das schon öfters bei Freunden von mir gesehen, bin damit bei denen sehr, sehr zufrieden und deswegen sage ich mir, probieren wir das jetzt hier auch aus. Die montieren wir jetzt einfach mal, ist relativ einfach. Wer es nicht kennt, am T3 ist relativ easy. Hier ist so ein Federsplint, den macht ihr los und hier oben sind die einfach nur gesteckt. Da übernehme ich dann die Halteklammern von den Dämpfern, weil hier sind keine bei. Beziehungsweise hier ist das System schon ohne Halteklammer, beziehungsweise die Halteklammer sitzt, ich hoffe man sieht es, da schon mit dran. Also werde ich die wahrscheinlich nicht brauchen. Die Halteklammern werde ich auf jeden Fall aufbehalten, denn die sind nicht weg. Und falls mal welche verloren gehen, kann ich die an dem VW-Bus benutzen. Und deswegen halten wir die auf. Aber jetzt tauschen wir mal die Dämpfer und gucken uns dann das Ergebnis an, ob die wirklich was taugen oder nicht. Man kann auch die normalen kaufen. Die reichen eigentlich auch, meistens, wenn sie neu sind. Aber man muss überlegen, die normalen, also die unverstärkten, kosten 24 Euro und die verstärkten kosten 28 Euro. Also kaufe ich ja für 4 Euro lieber die, wo ich hoffentlich mehr von habe. So, genug geschnackt, bauen wir die Dinger erstmal ein. Heckklappendämpfer sind montiert. Ist ein bisschen tricky, wenn ihr die hier nur gewohnt seid. Habe ich ja gerade schon einmal erklärt, da sind ja diese Halteklammern bei. Sprich diese hier. Die kommen von hier ja einfach so drauf gesteckt und dann ist das gut. Bei denen ist das ein bisschen anders, das System. Ihr habt hier die Feder. Und die Feder, ich hoffe, man kann das einigermaßen jetzt da erkennen. Oben. Die guckt oben raus. Sprich, diese Feder geht hier einmal rum und geht dann so L-förmig nach oben hinweg. Sprich, ihr müsst die hier lösen, dann rausziehen, den draufstecken und anschließend wieder hier diesen Clip, also diese Klammer hier durchziehen, durch dieses Loch da unten. Ich hoffe, man kann jetzt irgendwas erkennen. Auf jeden Fall, da ist ein Loch drin. Da steckt ihr den dann durch und dann könnt ihr die Feder so draufklipsen und dann war's das. Musste ich mich erst reinfuchsen, aber wenn man weiß, wie es funktioniert, eigentlich ein ganz simples System. Beide sind eigentlich relativ simpel. Von daher, ja, funktioniert. So, jetzt müssen wir natürlich auch gucken, wie das hier ist mit der Dämpferkraft. Ich glaube, die haben 800 Newtonmeter, also 800 Newtonmeter steht da drauf. Die anderen haben, glaube ich, 400 oder 600, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, und die Heckklappe an sich, oh ja. Okay, die geht schon deutlich schwieriger zu, aber das Wichtigste ist ja, dass sie dann aufgeht. Ja, tut sich etwas schwer und du musst ein bisschen nachdrücken. Vielleicht mache ich noch ein ganz bisschen Sprühöl dran, dass die hier ein bisschen besser rutschen. Ist ja jetzt alles noch neu und trocken, aber an sich
Der Heckträger, der macht dir jetzt auch schon Gewicht auf. Und ich weiß, ein Bekannter von mir hat welche. Da ist das so, wenn du die versuchst runterzudrücken und da ist nichts hinten dran, da musst du schon echt sehr stark runterdrücken. Habe ich natürlich jetzt nicht den Vergleich, aber an sich, ja, bin ich zufrieden. Wir werden jetzt mal schauen, was die in Zukunft so bringen. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein kleines Update über einen Story oder so machen. Und an sich bin ich relativ zufrieden. Wie gesagt, ich kann den Heckträger wieder nutzen. Wenn ich jetzt ein Fahrrad drauf habe, würde mich mal interessieren, ob das dann besser ist. Aber wisst ihr was? Wir holen jetzt einfach mal noch ein Fahrrad. Dann machen wir jetzt hier drauf und dann gucken wir, wie das Ganze ausschaut, wenn wir ein Fahrrad drauf haben. Ich habe mir jetzt hier zwei Fahrräder geschnappt und jetzt probieren wir den ganzen Kram einmal mit den zwei Fahrrädern auf, dass wir hier mal auch richtig Gewicht drauf haben. Wir öffnen die Heckklappe mal. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die Fahrräder sind nur so eben draufgestellt. Boah, hier ist aber schon Gewicht drauf. Uiuiuiui. Da hat das erste Fahrrad schon aufgegeben. Aber das schaffen die Dämpfer nicht. Also für zwei Fahrräder sind die schon sehr, sehr am Kämpfen. Das bleibt auf jeden Fall nicht los. Nehmen wir mal ein Fahrrad runter. So, wie sieht das Ganze jetzt mit einem normalen Fahrrad aus? Mal einmal wieder hier reinstellen. Normales Herrenfahrrad. Also muss den Dämpfern auf jeden Fall schon helfen. Und auch mit einem Fahrrad. Ich kann nicht loslassen, ohne dass das alles wieder zurückkommt. Schade. Schade, schade, schade. Was soll ich sagen, ne? Also, ich habe mir leider Gottes... Guck mal, die Dämpfer. Die Dämpfer gehen gar nicht von alleine hoch. Schade, was ist das denn? 24 Euro in Wind geschossen, oder was? Also, ich weiß, es gibt auch keine Einbaurichtung dabei. Das Wetter spielt gerade auch wieder sehr, sehr gut mit. So, jetzt hängen sie. Schade. Also ich habe mir ehrlich gesagt mehr erwartet, weil ich davon eigentlich gute Modelle auch schon gesehen und auch damit arbeiten durfte, also das ausprobiert habe. Aber diese hier für 29 Euro, naja. Ich werde jetzt noch einen Test machen und zwar werden wir jetzt einmal dort ein bisschen Sprühöl dran machen. Und gucken, ob die dann noch ein bisschen besser laufen. Und wenn nicht, dann muss ich ganz klar sagen, ist das für mich ein mittleres Ergebnis. Heckklappendämpfer habe ich jetzt einmal geölt. Bisschen Sprühöl dran. Jetzt arbeiten wir mal ein bisschen mit denen, dass dann natürlich das Öl sich auch verteilt. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal den Vorteil, ich kann die Heckklappe so wieder nutzen. Das ist schon mal vom Vorteil. Aber mit den beiden Fahrrädern drauf, beziehungsweise mit einem Fahrrad drauf, funktionieren sie nicht so, wie sie sollen. Von daher für mich persönlich, sage ich ganz ehrlich, zum Tauschen gegen die Originalen, weil sie kaputt sind, also als Ersatz, kannst du sie benutzen. Da kannst du aber auch genauso gut die für 24 Euro kaufen. Die habe ich nämlich schon mal verbaut in den da und die sind genauso gut wie die, obwohl die hier verstärkt sein sollen. Von daher... Ja, mittelmäßiges Ergebnis. Das ist mein Fazit dazu. Ich würde sagen, das war's wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut, peace. Und ich bin raus. Ciao.